Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute wollte ich euch gemeinsam mit der Pia zeigen, wie ich meine Fake Milk mache und welche Alternativen ich mittlerweile schon ausprobiert habe und auch nutze. Viel Spaß beim Video! Variante 1, die ich aktuell sehr gerne verwende, habe ich hier schon zusammengemixt. Ich hoffe, ihr könnt das sehr gut sehen. Die sieht sehr klar aus, die bröckelt nicht. Wenn man sie etwas schüttelt, schäumt sie auch ein wenig. Genau. Schönes Weiß. Nehme ich aktuell am liebsten. Da habe ich dann eben so viel Wasser reingetan und dazu kommt dieses Pulver, das nennt sich Kaffeeweiße. Genau, sieht so aus. Genau, habe ich eben auch mal ausprobiert, weil das viele gesagt haben. Und ich finde, ich bin sehr begeistert davon, das funktioniert wirklich sehr gut und das ist schon eine Woche drinne. Nach 2 Wochen sieht es nicht mehr so gut aus, aber für eine Woche kann man das schon drin lassen. Gut, ich verwende das auch sehr selten, nur ab und an mal eben für Videos und ja, für solche Dinge. Dann wollte ich noch zeigen, was ich vorher genutzt habe, was meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert hatte, allerdings nicht so lange gehalten hat. Das war im Prinzip Mehl mit ein wenig weißen, wie nennt sie das, quasi Waschmittelpulver, nur das musste halt komplett weiß sein, das hatten wir ja klar, und aber das hat eben nach einem halben Tag angefangen zu bröckeln und musste ausgetauscht werden, also so, da hat es ganz gut funktioniert als Fake Pulvermilch quasi für Videos, wie gesagt, sonst habe ich das eigentlich da nicht verwendet. Was ich dann immer sonst verwendet habe, wenn ich es im Video die Flasche schon gemacht hatte, war dieser Weichspüler. Das ist ja so eine Flüssigkeit. Das zeige ich euch auch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe dann quasi eine Flasche genommen, die mit Wasser gefüllt. So ein Stück eben mit Wasser. Und habe dann das Zeug drauf gefüllt. Was sich an dem halt stört, das riecht extrem und man muss es halt eben verdünnen. Genau. Ihr seht jetzt auch, das ist recht zähflüssig und bröckelig. Genau. Ich verwende das eben nicht für meine Wäsche. Deshalb musste ich es extra kaufen, weil ich das nicht vertrage. Ich denke, das habt ihr schon mitbekommen, dass ich Allergiker bin. Genau, dann sieht das so aus. Man muss es eben immer, bevor man das quasi nimmt, nur mal schütteln und sieht wohl nicht schön aus. Im Gegensatz zum Kaffeeweißer, daher bin ich für diesen Tipp in diesen Videos sehr dankbar. Jetzt zeige ich euch aber gerade noch zwischendurch, wie ich meine Flaschendeckel, die Nuckel, verschlossen habe, damit sie nicht mehr auslaufen. Genau. Bei diesem Nook hier, ihr könnt das nur schwer sehen, gell? Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Da habe ich oben Silikon rangespritzt. Das funktioniert am besten eben nur ein kleines bisschen um diesen Rand und in das Loch rein. Das hält auf jeden Fall, solange man eben nicht dran rumpopelt. Und dort unten rein eben auch in das Löchlein, weil das ist bei mir immer ausgelaufen, gerne bei den Nuckdeckeln. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Nuckdeckel mit Silikon bearbeitet. Eben nicht alle, weil ich nehme ja nicht die Flaschen alle auf einmal, also kann ich die austauschen. Habe ich gedacht, passt. Genau, dann schraubt das jetzt mal drauf. Der Grund, wieso ich das gemacht habe, war einfach,
damit es in den Videos bis hier reinfließt und dann schön echt aussieht, wenn ich es quasi so an den Mund drücke von den Babys. Genau. Das ist die Variante. Ich hatte auch dann eben kein Silikon mehr. Das heißt, ich habe auch noch eine zweite Variante, die funktioniert. Die sieht man nur sehr schlecht. Arsch fokussieren, ja, ich glaube, das hat's. Eben, da sieht man jetzt quasi gar nichts. Das sieht aus, wie wenn das Loch noch da wäre. Da habe ich, wie nennt sie, Sekundenkleber drauf gemacht. Weil wenn die Löcher sehr klein sind, geht das, wenn nicht, nicht. Aber bei diesen Mom zum Beispiel und bei allen anderen sind die sehr klein. Bei den einzigen, wo sie nicht klein waren, war bei diesen Eigenmarke von DM. Da habe ich für meine Schwester einen versucht zu verschließen. Das ging nicht, da musste ich dann das Silikon besorgen. Genau. Und das funktioniert dann auch. Bei denen ist zum Beispiel so, die haben keine andere Öffnung mehr. Da funktioniert das über hier, aber da läuft nichts raus. Das könnt ihr jetzt sehr schlecht sehen. Ah, doch, ich glaube, bei dem Einser ist so ein Mini. Da kann man aber nichts zumachen. Da kommt aber auch nichts raus. So, was ich jetzt auch noch für Flaschen habe, sind die Dr. Browns Natural Flow. Die haben in der Mitte so ein Ding, damit die Luftblasen anscheinend besser abfließen können. Die funktionieren dann eben über so ein System. Und da ist das Problem, wenn man die oben verschließt, der ist jetzt verschlossen, alle anderen drei Nuckel nicht, kann das eben hier reinkommen und wenn man nicht aufpasst und dann hier rauslaufen. Und das ist sehr eklig. Die Möglichkeit, um das zu verhindern, ist relativ einfach. Ich habe da so ein Innenteil von einem Kuli und stecke den da rein. Das fällt nachher, wenn man die Flasche zu hat, quasi nicht auf, dass das da nicht hingehört. Der Nachteil ist, es tut nicht mehr, das ist ja das Tolle bei den Dr. Browns, wenn man eben ein Video macht, dann ist das ist ja sozusagen, ne? Und wenn das so macht, gibt das schon Geräusche und das ist ganz süß, hört sich ganz toll an in den Videos. Und da ist das dann recht schade. Aber dann kann man eben nur einmal hingehen und so machen. Und wenn man dann einmal so macht und wieder so macht, dann läuft da meistens was rein. In dieses innere Teil. Und dann läuft es aus. Genau. Ich nehme die auch recht selten, wenn mich das stört. Mit dem Auslaufen. Und das halt nicht 100% dicht ist. Also es ist fast dicht. Genau. Das sind eben meine Alternativen. Einmal zum Verschließen der Nuckel. Am besten finde ich allgemein auch die Variante mit dem Silikonkleber, weil man die nicht sieht. Die hier ist allerdings etwas sicherer. Muss man eben dann abwägen, was einem lieber ist. Man sieht es ja gleich, wenn es aufgeht. Von dem her passiert ja eigentlich nichts. Genau, die ist ja auch mit dem Silikonkleber. Und von den diesen Varianten finde ich eben aktuell mit dem Kaffeeweißer am besten, weil, wie gesagt, hält lange, verklumpt nicht, riecht auch nicht komisch wie, na, da sieht man das jetzt, glaube ich, dass es sich angefangen hat abzusetzen. Seht ihr das? Unten ist so hell. Ja, es fängt sich dann immer an abzusetzen. Deshalb nehme ich das auch echt selten mittlerweile. Okay, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und ihr könnt euch daraus ein paar Tipps holen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.